Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Ich habe heute nochmal ein kleines Pack-Opening für euch. Ich dachte mir halt so, einmal 100 Euro verbrannt, kann man nochmal 100 Euro verbrennen. Und ziehe jetzt hier wieder ein bisschen Packs. Bin nebenbei noch am Stream, von daher reagiere ich auch wie immer auf dem Stream. Heute ziehen wir einfach komplett durch. Gucken wir mal. Erste Pack. England. IV. Manchester City. Stones. Stones, Stones, Stones. Stones. 1-4 bringt er vielleicht. Bruder muss los. Schaden, bringt er was? 1-1. Der Rest ist Abstoß. Denke ich mal. Ja, griechische Liga. Das behalten wir. Den stoßen wir ab. Team Fitness packen wir mit rein erstmal. 3 Team Fitness. Ne? Krass. So. Nächste Pack. Hiervon haben wir noch 4. Ihr seht das nicht, aber wir haben noch 4. Gucken wir mal. Deutschland. IV. Bayern. Und eine Spielerwahl. Nice. Tello, ist der was wert? 750 bringt er. Jetzt nicht die Welt. Der Rest erstmal weg. Tauschen wir mal kurz, damit wir den in Erstbesitz haben, falls wir den irgendwo für brauchen. 14.000 bringt er. Immerhin. Läuft. Läuft. Oh, was ist hier? Ah, Spielerwahl habe ich noch. Ja, okay. Da ist jetzt Not gegen Elend. Keine Ahnung, wen ich nehmen soll. Ich nehme einfach den aus der deutschen Liga. Und hau ihn dann direkt weg. So. Läuft bei mir, ne? Läuft bei mir. Nächste Pack. Weil der sowieso so hoch geht, wie es deswegen mache ich. Einfach kein Startgebot rein. Oh, kein Stadionspieler, das erste Mal jetzt. Ich mache einfach kein Startgebot rein, weil der sowieso so hoch geht und ich zu faul bin, da immer dann einzustellen. Das ist komplett Abschlusspack. Außer die Team Fitness halt. Na, ja, 2 davon noch. Und dann noch ein paar viele normale. Ja, aber wird er ja nicht. Der wird sowieso so hochgeboten. Origi. Okay, okay. Ist leider nichts wert. Zu wenige Matches gemacht in der letzten Saison. Bringt trotzdem seine 2K oder so vielleicht. 1K eher. Zeige ich dir, wenn es jetzt passiert. Oben leuchten so Lampen. Die leuchten anders. Die da oben. Die leuchten anders, wenn Stadionspieler kommt, so wie jetzt. Brasilien. LV. Marcelo? Nee, Porto. Alex Telles. Habe ich gesagt, zeige ich dir. Die Lampen leuchten oben anders. Also, das ist schwer zu erkennen immer. Die wollen ihn für 10.000 loswerden und keiner kauft ihn. 8,5 kauft ihn einer. Okay. Packen wir einfach rein. Passt schon. Weghorst. Na, der kann einfach weg. Das kann weg. Stoch kann weg. Der Mesself hat da ein ganz gutes Video zu gemacht. Die mittlere Lampe leuchtet am Ende dann nochmal oder so. Oh, Abschlusspack.
Muss ich liegen, weg, weg, weg. Ciao, so. Next. Mal gespannt, bei wie viel wir landen. Wir können ja jetzt noch 10.000 irgendwas an Packs aufmachen. Serbien, ZOM, Ajax, Tadic. Okay. Man muss da schnell drauf achten quasi. Ja, das ist halt... Das dauert immer mega, mega schnell geht das. Und wenn man da nicht direkt drauf achtet, ich sehe das auch voll auf gar nicht einfach. Sondern erst bei der Flagge, also. Ich bin da auch noch nicht fit. Immer ein Rar-Spieler auf jeden Fall. Ander Herrera. Kann vielleicht ein bisschen was wert sein mit Glück. 1,6, okay. Bisher eher enttäuschend. Den Hasenhütte ziehen wir hier nochmal neu. Boateng bisher bester Spieler, ne? Brasilien. LV. Schon wieder der. Das gibt's doch nicht. Zweimal. In zwei fucking Packs. Stellen wir diesmal für 5 rein. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Dass der zweite auch weggeht, so. Ja, Abstoßpack. Next one. Zumindest kein Abstoßpack. McKennie. Schalker. Anchor ist dabei, das ist ein bisschen was wert. Packen wir später drauf, aber. Jetzt packe ich erstmal nur Spieler drauf und vielleicht Trainer. Aber die Verbrauchsobjekte packe ich später drauf. Ah, Abschlusspack. Abschlusspack, weiß aber, wie man es erkennt, Reese, ne? Das ist kein Abschlusspack. Aber auch nichts Gutes. Fernando. Pukki ist hier drin, ist der was wert? Nee, der war doch Player of the Month, Premier League. Caligiu, wie ist das? Packen wir einfach mal drauf. Super League Trainer. Oh, geht sogar weg für 3,50. Ist der was wert? Ja, packen wir einfach mal mit drauf. 62 Münzen gibt es diesmal nur. Weil ich alles sonst draufgepackt habe. So, gucken wir mal nächste. Wieder ein seltener Spieler auf jeden Fall. Oh. Nee. Ich dachte kurz, da hätte es anders geblinkt. Aber ich sag ja, ich erkenne das selber noch nicht. Ich erkenne das selber noch nicht. Gefühlt ist italienische Liga verdammt teuer, oder? Ah, geht auch nicht weg eigentlich, aber packen wir mal mit rein. Argentinische Liga. Ciao, Kakao. So, wir haben jetzt noch 60 Packs hier noch. England, Stürmer, Tottenham. Bam!
Der ist zwar auch nicht die Megamenge wert, aber immerhin mal ein Walkout. Ihr seht hier, ja, 60.000. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn erstmal nicht sogar behalte. Ah, was mache ich da mit den Verträgen? Oder da muss ich aber los. Ich würde ihn erstmal trennen lassen. Also bei Walkout kommt, glaube ich, der Regenschauer noch ein bisschen mehr. Der Sternschnuppenschauer, ja, nach dem Walkout. Natürlich ein Abschlusspack. Unfassbar, ne? Unfassbar. Ziel ist ja auch am Ende des Tages, geile Dings zu haben. Geile Verbrauchsobjekte, auch die ich gebrauchen kann. Da war nix. Satz mit X, das war wohl nix. Cardiff, ciao, ciao, ciao. Die ich auch selber für meine Jungs benutze dann. Die Verbrauchsobjekte. Hier ist wieder was drin, aber nichts Wertvolles, glaube ich. Nee, dafür war der Sternschauer wieder zu wenig. Mondi, oh, der ist was wert, der ist was wert, der ist was wert. Keine Treffer auf dem Transfermarkt. Der geht für die 40.000 weg, oder was? Der ist gleich direkt weg wahrscheinlich. Martip können wir auch verkaufen. Ja, dann lass bald mal. Habt ihr es gesehen? Ich habe 40.000 mehr auf einmal. Der ist direkt weggegangen, kann ich euch kurz zeigen. Ach, da unten ist es. Zack, 40.000. Ciao, Kakao. Mann, die geht für 40.000. Nice. War doch was Gutes. Du hast meinen Kane verpasst, glaube ich, oder? Oder hast du den noch gesehen? Ah, Abschlusspack. Ich habe gerade Kane Walkout gezogen. Ja. Kann ich dir zeigen, warte. Mein Verein. Machen wir einfach so. Hier, Harry Kane. Und ich zeige auch, dass ich ihn gezogen habe. Erstbesitzer da oben. Hier. Hier. Erstbesitzer. Gerade eben, also wirklich. Eieiei. Da war der Whis kurz weg. Da ziehe ich einfach hier Harry Kane, Freunde. Ihr habt es gesehen im Video. Also musst du das Video nochmal angucken. So, next one. Jetzt so ein Ronaldo-Wert noch geil. So. Ah, Abschlusspack. Kuba! Bester Mann, Freunde. Kuba spielt jetzt wieder in seiner Heimat. Bei Wisla Krakow, genau. Und Wolf, auch Ex-Dortmunder, aber nicht so gut wie Kuba, muss man ehrlicherweise gestehen. Kuba behalte ich sogar. Einfach, weil es ein geiler Typ ist. Abgesehen davon, dass der mir 300 Coins bringen würde. Den behalte ich. Kann ich wegdrücken eigentlich. Außer es ist wieder Mondi. Nee, ist es nicht. Hast du Mondi mitbekommen? Von Real? 40.000 ist der Wert. Ging auch direkt weg. Also kann ich dir jetzt nicht mehr zeigen. Der hat 40.000 Maxpreis und geht direkt für 40.000 auch weg. Wirklich. Unfassbar, ja. Ah, okay. Dann hast du ihn mitbekommen, ja. Jetzt kommen keine Stadionspieler mehr. Das will keiner mehr. Hubs. Der macht auch einen Hubs, dann sind die Gegner weg. Der musste sein. Der kam flach, aber der musste sein. Die 40k habe ich auch direkt eingecashed, ey, wirklich. Unfassbar.
Juan Jesus. Die beiden auch weg. Catalyst, der ist, glaube ich, was wert. Oh, geht schon gut weg. Packe ich direkt mal drauf. Da muss doch mal ein Stadionspieler wiederkommen, ey. Nakamba. Nakamba, Nakamba. Aber auch wieder 2k in dem Pack. Wobei Team Fitness zählt da immer auch noch dazu, also 3k vielleicht sogar. Packe ich mal drauf. Die haben keine guten LVs in der spanischen Liga scheinbar. Würde ich so schätzen. So, 50 Packs noch. Gibt's doch nicht, ne? Ja, ist auch sogar langsam. Das Gute ist, ich habe auf jeden Fall ein paar Münzen. Also, so 200k kriegen wir zusammen, denke ich. Dann kann ich auf jeden Fall wieder einen geilen Spieler kaufen. Schweini, IV mit 34 Tempo. Alleine Schweine-IV ist schon immer so eine Sache für sich. Ah, den anderen, den würde ich vielleicht sogar verkaufen kurz. Da gucke ich nochmal rein, was der wert ist. Ja, vielleicht noch nicht. Passt schon. Den kauft keiner. Mein Orangen-Nektar-Pack. Hat sich gar nicht gelohnt. Warum kommt jetzt hier die FIFA-Musik? Bug oder was? Ich hab doch Musik aus! Wie sehr soll ich's noch ausmachen? Alter, war das nervig. Ich mach mal das wieder auf 1. Das auf 1. Das auf 1. Okay, weiter geht's mit den Packs. Einmal neu in Ultimate Team rein. Wegen der Scheißmusik. Wir haben noch 47 Packs. So, da ist jetzt irgendwas drin. Spanien? IV? Man denkt, es kommt Ramos, es kommt Raúl Albiol. Und zwar nicht der Raúl Albiol von vor 5 Jahren oder so, sondern der Raúl Albiol von heute, der einfach gar nichts wert ist. Ciao, Kakao, ja. Immer noch 1000k im Pack, aber... Es kommt einfach Raúl Albiol. Da muss los. Komm, hier ist jetzt was drin. Nee, ist es nicht. Ah, Paredes. 2k wird er bringen, schätze ich mal, spontan. Ja, vielleicht auch nicht. Schade.
Hab gedacht wegen dem Verein, aber keine Chance. Diese Dinger sind immer gut, hier sowas und sowas. Das liebe ich immer. Dann kriegst du immer mehr Fitness oder so. Kann ich eigentlich direkt wegskippen. Bravo, ey. Der ist auch schlecht geworden, ne? Spanische Liga. ST. Jetzt kommen die 83er halt alle, ne? Wohl, für einen Keeper ist das gut. Nein. Okay. Nehmen wir erstmal mit. Gucken wir mal später, ob wir das nehmen oder nicht. Jetzt erreichen wir gerade die 100k mit dem Pack. Ja. Abstoßpack. Das 100k Pack war ein Abstoßpack. Und nicht mal irgendwie sonst was Geiles, ne? Teamfitness ist okay, aber der Rest. Aber 100k erreicht, wie versprochen. So, ja, das Pack ist auch ein Abschlusspack. Zack, fertig. Next one. Hiernach noch 40 Packs, Freunde. Ja, das ist auch ein Abschlusspack. Ist aber nicht der Naldo, oder? Ah, könnte sein. Aber wann ist denn der nach Spanien gewechselt? Gar nicht mitbekommen. 40 Packs. Come on. Ein Andi Stirnfass Pack bringt auch nichts. Smalling. Der war auch mal besser. Eieiei, ich mache jetzt ein Pringles S-Pack. Ich habe hier ein Pringel. Also ein Chip, ne? Real immerhin. Das bringt noch mal extra Cash. Aber der geht auch nicht weg, Freunde. Ihr seht es hier, 800. Naja, ne? Rücken. Rücken, Rücken haben wir eine Trainerin für. Gucken wir mal. Im schlimmsten Fall kriegen wir jetzt nur noch 50k oder so. Das wäre natürlich nicht so geil. Wir haben auch dadurch, dass wir heute nicht die ganzen Verbrauchsobjekte direkt mit draufpacken, viel weniger auf dem Transfermarkt. Ah ja, das können wir abstoßen. Wegklicken. Olsen, mein Bester. Eieiei. Farke, den können wir mal direkt draufpacken. Puma Statement brauchen wir nicht. 960 on top. Hurtado. Welche Liga mexikanische? Dann bringt die Schnelligkeit alles nichts. Was ist
15. Ah, Reflex. Reflex. Ich war am Überlegen, so Referee. Macht keinen Sinn, weil ja 15% Schiedsrichterentscheidung besser oder was? Das wäre mega cheaten. Aber Reflex, Freunde. Reflexe brauche ich jetzt auch. Denn es kommt wieder nur Kacke. RV, Sarko. Okay, der ist relativ schnell. Aber sonst hat er halt nichts. Nicht mal gute Liga, glaube ich, ne? Portugiesische Liga. Ja. Stellen wir mal rein, aber bringt nicht viel. Der vielleicht. Nee, auch nicht. Ja, Abschluss-Pack wieder mal. Ah, nein, den will ich behalten. Nur der ist doppelt. Der kann weg. Trainer, die ich doppelt habe, verkaufe ich, weil ich, also stoße ich ab, weil ich auch nicht will, dass die, die Gegner kriegen. Ganz einfache Sache. Da will ich nicht, dass die Gegner irgendwie einen Vorteil haben. Was auch immer das für Vorteile teilweise sind, ne? Ist ja teilweise, die Vorteile sind ja marginal. Oh, der ist ein bisschen was wert vielleicht. Diallo? Komm, Diallo. Ah, nee. Diallo ist nichts wert, schade. Obwohl der von Dortmund kommt. 1000 Münzen nehmen wir noch mit. Und hier nehmen wir auch 1090 mit. Sind wir bei 110k. 110k und noch etwas über 30 Packs. 33, um genau zu sein mit dem. Aber das ist ein Abschlusspack. Also nur noch 32 schon. Iwobi, zack, zack, zack. Guck, die haben wir jetzt schon doppelt. Ja, Trainer haben wir jetzt schon viele doppelt. Es gibt ja auch nicht unzählige. Aber immer ein paar. Immer ein paar, aber nicht unzählige. Bringt Klassen vielleicht sogar was? Nee. Da lohnt sich der Schnellverkauf mehr als irgendeinen Gegner den Spieler zu geben. Abschlusspack. Liverpool dritte Trikot vielleicht mal draufpacken. Gucken wir mal. 30 Packs noch jetzt, genau. Come on. Ah, nee, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Ah, was mache ich hier? Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Habe ich Pucki vorhin behalten oder warum stand der Duplikat? Ich trinke mal einen Schluck. Rees Transferliste ist das, was ich alles gerade auf dem Transfermarkt habe. Schottische Liga. Spielt keiner schottische Liga. Also jetzt habe ich den auf dem Transfermarkt, dann ist der, also nicht nur, Transferliste ist auch, ich zeige es dir mal kurz, angebotene Objekte. Ist das? Und halt theoretisch Objekte, die einfach nur auf der Transferliste sind, die man verkaufen will, aber noch nicht verkauft hat. Ja, kann man auch. Das macht man, also glaube ich, beim letzten FIFA ging das zumindest, einzelne Spieler direkt ins Team zu hauen. Das zeige ich dir jetzt kurz. Mit Ronaldo, der jetzt kommt. Leider nein. Leider gar nicht, aber in der Hoffnung, es geht noch. Geht nämlich nicht mehr. Früher ging das. Haben die aber rausgenommen. Bei FIFA ging das, da konnte man dann drücken. Aktion. Halt und dann zum Team hinzufügen. Aber geht jetzt nicht mehr. Oder ich habe es jetzt nicht gefunden, wie. Sagen wir es so. Hier kann man zum Beispiel jetzt tauschen mit Kopie vom Verein, aber ja, der bleibt halt im Verein. So. 34 Packs noch, Freunde. 24. Entschuldigung. Ich habe gar nicht gesehen, dass das. Ja, normal drücke ich Wände doch immer weg. Hab grad gar nicht auf die Wand geachtet, glaube ich. Glaub, bringt der was?
Oh, auch nicht so viel. Ich weiß eh noch nicht, was die besten Chemie-Styles sind, deswegen behalte ich die erstmal alle. Und setze die dann bei mir natürlich ein. Außer die ganz teuren, die weiß ich noch nicht genau. Oh! Französische Franzose? LF? Menu? Oh, Martial! Ja, ja, den kann ich gebrauchen sogar. Ja, ja, Freunde. 50.000 bringt der locker flockig. Wir packen ihn alle für teurer rein, weil sie hier großes Geld erhoffen. Aber 50.000 bringt der locker flockig, den behalte ich auf jeden Fall. Den mache ich LF zu LM und dann spielt er in meinem linken Mittelfeld für Frazier. Frazier geht dann raus. Und so viel schon mal vorab. Martial behalten. 50k, nice. Bei Kane bin ich mir noch unsicher, ehrlich gesagt, ob ich den auch behalte. Ich habe halt Lukas, ne? Aber Lukas untradable. Fitness und Bein. Bei so Sachen Bein, Rücken, da hat man irgendwie immer Frauen, kann das sein? Gefühlt sehe ich da immer Frauen. So. Jetzt noch 32 Packs hier nach. Ja, das ist ein Abschlusspack. Martial, gut gezogen. Ich habe Reece gar keine Spieler, die ich reinstellen kann. Außer Kane halt. Theoretisch. Und Kane werde ich nicht günstig reinstellen. So, nächste Ding hier. Hier habe ich sogar die Karte schon für Martial 11 zu LM. Theoretisch könnte ich die direkt gleich anwenden. Mega nice. 32 Packs. No? Come on! Gib mir was Gutes! Ah, nee. Ah, nee, ah, nee, ah, nee. Nacho Monreal. Nacho, Nacho. So, 21 Packs, nicht 31. Wie komme ich aber auf 30? Davor habe ich wieder 30 gesagt, oder? Packs, ne? Ah, wieder Abschlusspack. Kurz mal WhatsApp geantwortet hier. Come on! Wieder nur Kacke. Wart Pros. Der sieht schon so aus, ne? Eieiei. Shield. Shield ist, glaube ich, für einen Torhüter ganz okay. Aber vielleicht auch nicht. Ich mach mich da noch kundig, so heißt das. Uiuiui. 18 bzw. 17 nach dem. Modest. Nichts wert. Hm.
Wenn ich all die Fitnesskarten mal reinhauen würde nachher, ne? Hätte ich bestimmt auch dann am Ende des Tages ein bisschen mehr Cash. Abschusspack. Wie gesagt, an sich haben wir Dwarf Token. Nice. 15k mal eben gemacht. Dwarf Token. Mega. Die gibt's in Packs? Wusste ich gar nicht. Wusste ich echt nicht. Eieiei. Ja, Abschusspack. Dwarf Token im Pack. Wie geil ist das denn? Da können wir uns noch was Geiles holen dann, Freunde. Muss ich gucken. Ich muss gleich nach dem Pack Opening erstmal kurz AFK. Und dann vielleicht. So. Was ist hier? England? Stürmer? Brentford? Ah, okay. Watkins, Team of the Week. Team of the Week. Und Ndombele. Okay. Ah, der geht für Abschlusspreis weg. Wie teuer ist Abschlusspreis? Ja, machen wir Abschlusspreis. Ndombele. Ja, ja. Der bringt auch ein bisschen was. Nices Pack, also definitiv. Auch wenn der Team of the Week leider Abschlusspreis war, aber... Ja, kann man machen, würde ich sagen. Kann man machen. Abschusspack. Zack, weiter geht's. 144.000 habe ich mittlerweile. Oh ja, komm, gib mir was. Ah, der Regen ist zu wenig. Ich glaube, man erkennt das doch so ein bisschen am Regen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Aber gefühlt hatte ich bisher beim Regen immer recht. Ja, an der Kamera auch, aber irgendwie auch am Regen, finde ich. Sagadu. Einfach weil es in Dortmund ist, packe ich ihn mal drauf. So, hier noch 10 Packs jetzt gleich. Das ist das 11. Oh, ein Laie-Pack. Mal gespannt, was da für ein Leihspieler drin ist. Das machen wir aber am Ende auf. Bleibt also bis zum Ende dran, Freunde. 10 Packs. Kann man skippen. Alter. Hier ist ja wirklich alles doppelt. Martip. Einfach alles doppelt. So. 9 Packs. Ich sag gar nichts mehr dazu. 8 Packs. Gustavo, ey. Packen wir einfach mal drauf. Vielleicht gibt es ja einen verrückten Türken, den kaufen will. Eieiei. Kolasinac. Packen wir mal drauf. Das ist eigentlich zu langsam, aber geht schon. Gar nicht so viel doppelt. Beziehungsweise gar nichts doppelt. Auch was Neues.
So, Freunde, nicht mehr so viele Packs. 6 Stück, um genau zu sein. Dann sind wir damit wieder fertig. Kane, so der Beste. Gefolgt von hier, Mondi. Gefolgt von Mondi. Danach kommt lange Zeit nichts, muss ich ehrlich sagen. Dann Boateng. Kane, der Beste. 5 Packs, ne? Vielleicht kommt ja noch ein besserer. Ich glaube zwar nicht dran, aber wir schauen mal. Weghorst, direkt abstoßen. 4 Packs. Komm, bitte was Gutes. Mascherano. Zweite Liga und so. 3 Packs. Ja, vielleicht bringt er was. So, das. 2 Packs plus das Leihpack. Also eigentlich 3. Aber Leihpack ist halt so, Leih, okay. Abschusspack. Das letzte Pack jetzt gleich, Freunde. Inter Miami CF. Korea League geht auch weg. Letztes Pack. Und es ist ein Nicht-Abschlusspack. Aber kein geiler Spieler. Bolasi von Lissabon, oder? Sporting Lissabon, ja. Hier hinten ist er. Hab gerade kurz überlegt, so, hä? Okay, dann wären wir damit durch. Dann noch Laie. Da gucken wir noch schnell. Premium Leihspieler Belohnungspack. 83 bis 85 stand da, glaube ich, wenn ich schnell genug geguckt habe. Französischer. RF. Marseille. Okay, kann man wegdrücken. Wir wissen, wer es ist, Freunde. Es ist Taubin. Aber naja, ne? Taubin halt. Die anderen beiden können wir sogar gebrauchen. Ja, Freunde. Besonders auf YouTube. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Ich überlege mir jetzt noch, was ich mit Kane mache. Bis dann, haut rein. Ciao!